Wir, die HMP, Magdeburger Prüfgeräteboer GmbH, entwickeln, produzieren und vertreiben seit über 27 Jahren am Standort Magdeburg Prüfgeräte, die in der ganzen Welt eingesetzt werden. Wir entwickeln selber im Haus Prüfgeräte, die später im Baubereich eingesetzt wird, im Tiefbaubereich. Und zwar überall, wo Straßen, Eisenbahnen, Fußwege gebaut werden, Kanalisationen, werden ja Verdichtungsarbeiten im Boden durchgeführt, damit später die Lasten, die auf dem Boden wirken, im fertigen Zustand aufgenommen werden und keine Setzungen und damit Schäden an den Bauwerken entstehen. Und dafür bauen wir die entsprechende Prüftechnik, um direkt während der Baumaßnahmen zu prüfen, ob die erreichte Verdichtungsqualität den Anforderungen entspricht. Unsere außenwirtschaftliche Tätigkeit ist für das Unternehmen sehr wichtig. Wir haben begonnen, vor 25 Jahren auf die internationalen Märkte zu gehen und zu präsentieren. Mittlerweile verkaufen wir jedes zweite bei uns hergestellte Produkt ins Ausland. Unser nächstgelegener Kooperationspartner ist in Magdeburg, namentlich das Fraunhofer-Institut, mit dem wir auch schon über 20 Jahren zusammenarbeiten mit verschiedenen Projekten. Des Weiteren mit mehreren Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Europa. Wenn wir aus Europa rausgehen, haben wir zum Beispiel auch in Valparaíso in Chile sehr gute Kontakte an die Universität, wo wir auch verschiedene Kooperationen durchführen. Wir haben andere bodentechnische Bedingungen auch in anderen Ländern, andere Materialien, die verwendet werden. Und die Erfahrung, die wir daraus bekommen, können wir natürlich auch in das Produkt einfließen lassen und partizipieren auch wieder von der Verbesserung für den europäischen Markt. Also ein Slogan ist eigentlich weniger für das Unternehmen als für die Produkte, die wir herstellen. Und der begleitet uns auch schon von Anfang an und lautet: Wer bauen will, muss prüfen.